Eine neue, alte Plage breitet sich aus. Bettwanzen. Inzwischen gibt es sie fast überall. Ein neu entwickeltes Gerät soll sie aus ihren Verstecken locken und fangen, damit das nicht passiert. Im Extremfall sieht man ein paar Wanzen an sich dann Blut saugen. Nebenbei entstehen dann auch noch in den nächsten Tagen juckende Hautquaddeln. Von einer Immunität gegen sein Forschungsobjekt kann an der Fachhochschule im schwäbischen Sigmaringen der ehemalige Bachelorstudent Felix Kromer nur träumen. Er beschäftigt sich mit einem immer massenhafter auftretenden Krabbler. Cimex lectularius, die gemeine Bett- oder Hauswanze. Eine moderne Falle soll sie nun aus deutschen Betten fernhalten. Also das ist so ungefähr der Prototyp des letzten Versuches, ein Bettwanzenmonitor. Hier soll einfach mit CO2 und mit Wärme sollen hier Bettwanzen angelockt werden. Und später soll daraus ein marktfähiges Produkt entwickelt werden, mit dem man professionell Bettwanzen in Hotels oder auch Privaträumen praktisch detektieren kann. CO2 und Wärme deshalb, weil die nachtaktiven Tierchen besonders von unserem Atem und der Körperwärme angelockt werden. Wanzen können sich im ganzen Zimmer verstecken, sind deshalb so gut wie unauffindbar. Doch wenn man sie anlocken könnte, mit einer Maschine, das wäre eine Sensation. Deshalb soll hier ein Mensch simuliert werden, mit Hilfe eines CO2-Reaktors und einer Heizspirale. Blut gibt es keines, das ist auch nicht nötig, denn Wanzen kommen wochenlang ohne Nahrung aus. Die Tierchen werden ausgesetzt und beobachtet. In diesem Kasten haben wir dann praktisch nur die Wärmequelle, das Heizband. Ich erwarte mir jetzt dann davon, dass sie praktisch in der Nacht anfangen, um das Plättchen praktisch ihre Kreise zu ziehen. Wenn sie dann auf Wirtsuche gehen, dann entfernen sie sich von den Plättchen. Und dann weiß man auch, ob sie sich wirklich in die Richtung der Wärme praktisch, ob sie gezielt in Richtung Wärme gehen und wie lange sie sich auch hier aufhalten, ob sie hier wirklich die Wärme wahrnehmen und auf Wirtsuche gehen. Im zweiten Kasten haben wir dann beide Wirkkomponenten, das CO2 und die Wärme. Und da erwarten wir uns einfach eine Steigerung im Vergleich zu diesem Kasten. Der junge Forscher will ein Bettwanzen-Früherkennungssystem erfinden. Und das ist bitter nötig, denn seit 2005 hat sich die Zahl der Bettwanzenopfer verhundertfacht. Unter der wissenschaftlichen Leitung von Professor Winter wird an einem Prototyp gearbeitet. Es ist natürlich nicht schön, nachts aufzuwachen und im Extremfall sieht man ein paar Wanzen an sich dann Blut saugen. Nebenbei entstehen dann auch noch in den nächsten Tagen juckende Hautquaddeln, die sich entzünden können und zu Infektionen führen können. Ja, und dann können diese Wanzen natürlich auch noch krankheitserregende Keime übertragen und zu entsprechenden Krankheiten führen, was für die betroffenen Menschen natürlich sehr schlimm dann enden kann. 14 Tage lang wird den Bettwanzen nun ein Tag-Nacht-Rhythmus simuliert. Dokumentiert wird das Gekrabbel von einer Nachtsichtkamera. Doch werden sie auch wirklich krabbeln, die Wanzen, und sich von der Versuchsanordnung hereinlegen lassen? Zurück an der Fachhochschule in Sigmaringen. Unter der Obhut von Felix Kromer lief hier 2 Wochen lang der Versuch, einen Bettwanzenmonitor, sprich ein Frühwarnsystem gegen die winzigen Blutsauger zu entwickeln. Mithilfe von CO2 und Wärme sollten die Tierchen aus ihren Verstecken gelockt werden. Normalerweise bewegen sie sich nur, wenn Menschen in der Nähe sind. Da Bettwanzen nachtaktiv sind, wurden sie von einer Nachtsichtkamera gefilmt. Hat das Experiment funktioniert? Fielen die Wanzen auf die Täuschung herein? Also im Versuch ohne CO2 und ohne die Hitzequelle haben wir zwar eine Wanderaktivität feststellen können, aber keine gezielte und auch keine wirklich sehr hohe Wanderaktivität. Erst bei Einsätzen von Hitze, kann man dann auch sehen auf dem Diagramm, hat sich die Wanderaktivität schon deutlich erhöht, aber immer noch nicht so, dass man sagen könnte, hier kann man Bettwanzen wirklich abfangen oder detektieren mit einem Monitor. Erst im finalen Versuch mit dem Prototypen dann konnte man eine wirklich starke, deutliche Erhöhung messen. Und da haben wir einfach dann diese 2 Wirkkomponenten, CO2 und Wärme, eingesetzt. Mit der Globalisierung befinden sich die Wanzen stark auf dem Vormarsch. Motto: gestern noch im Hotelzimmer in London, heute schon Huckepack im Schlafanzug mitgereist ins heimische Schlafzimmer. In Zürich und New York spricht man schon von einer richtigen Plage. Felix Kromers Wanzenmonitor ist deshalb bei der Schädlingsbekämpfungsmittelfirma Frohwein zu einem Prototypen weiterentwickelt worden. Vertriebsleiter Steffen König will ihn heute in diesem Schlafzimmer einer Studentin unter reellen Bedingungen testen. Entweder hier am Teppichboden oder hier hinter einer Sockelleiste.
Es gibt ja bestimmte Stellen, wo sich die Bettwanzen aufhalten. Ja? Also gerade im Bereich vom Bett, am Kopfteil, am Fußteil, im Bettbeschlag selber, dann auch am Rand der Matratzenauflage, im Lattenrost und so weiter haben wir sehr oft Bettwanzenbefall. Dann kriechen sie natürlich unter die Teppichböden. Und im Bereich der Sockeleichen gibt es öfters Fugen und Ritzen und Hohlräume, wo sich die Bettwanzen dann zurückziehen. Auf die Wanze, fertig, los. Insgesamt 5 hungrige Labortiere werden an verschiedenen Stellen des Zimmers freigelassen und machen sich sofort auf, ein Versteck zu finden. Erst bei Anbruch der Dunkelheit kommen sie wieder hervor. Also aus diesem ganzen Versuch resultierte dieser Körper. Das ist ein Kunststoffkörper, der innen hohl ist. Auf diesem Körper wird dann dieser CO2-Reaktor angebracht, wird hier reingelegt und das CO2 strömt praktisch hier durch dieses Rohr in diesen Hohlraumkörper. Mhm. In diesem Hohlraumkörper integriert ist eine Heizung, die eine bestimmte Temperatur abgibt und sowohl die Wärme als auch das CO2 strömt durch diesen Schlitz am Boden aus. Dort wartet dann bereits eine Klebefolie darauf, die angelockten Bettwanzen festzuhalten. 4 Tage und 4 Nächte lang wird dieser entscheidende Test jetzt laufen. Ist der Wanzenfang erfolgreich? Die Mission Bettwanze ist kurz vor dem Ende. Seit 4 Tagen läuft der Versuch, die scheuen Tierchen mit Hilfe von Wärme und CO2 in die Falle zu locken. 5 Wanzen wurden in diesem Schlafzimmer ausgesetzt und 4 kleben an der Folie. Ein voller Erfolg. Also anders ist an diesem Gerät, dass es diese Kombination für ein perfektes oder professionelles Bettwanzenmonitoring in dieser Form noch nicht gibt. Wir haben hier die Kombination von Wärme, also Körpertemperatur eines Warmblüters, in Kombination mit CO2, Kohlendioxidausstoß eines Menschen. Der Prototyp geht in Serie. Gegen Bettwanzen ist endlich ein Kraut gewachsen.